Herzlich willkommen zur ersten Folge Video AG daheim. Schauen wir mal, wie viel wir brauchen. Ich begrüße herzlich in meiner Videokonferenz Tina, Lucia, Sophia und Melina von der Realschule Schöllner. So, ihr habt jetzt schon einige Zeit in Heimquarantäne sozusagen, weil die Schule ausgefallen ist. Und deswegen wollte man mit der Videokonferenz einfach mal die Möglichkeit nutzen, dass wir in Kontakt kommen. Wir können über Erfahrungen und Fragen reden, die aufgetaucht sind. Wie erlebt ihr denn die Zeit daheim? Wie ist es mit den Eltern, den Geschwistern? Tina, wie schaut es aus? Also meine Schwester ist auch daheim und die nervt mich ziemlich stark. Darum bin ich im Büro renten. Aber es ist eigentlich ganz cool daheim. Aha, und Melina, bei dir? Naja, also mit der Family so her ist eher angespannt. Und meine Schwester ist ja auch nicht gerade. Die ist ja noch im Kindergarten und so. Und die nervt jetzt auch. Gerade auch wenn es nicht so ausgelastet ist und so hyperaktiv ist, wenn sie im Kindergarten ist. Und ja. Geht's. Ja, das ist anstrengend, glaube ich, für alle. Das ist für uns genauso. Ich habe auch 3 kleine Kinder daheim. Da ist immer Action. So. Melina? Ich war lieber in der Schule. Ja, das Gefühl hat irgendwie jeder. Irgendwie wünscht man sich dieses Normale zurück. Wir nutzen ja in der Schule Microsoft Teams für den Unterricht daheim. Und der Unterricht findet ja also quasi irgendwie nach Stundenplan statt. Also ihr habt irgendwie Zeiten, da wo ihr immer dann wieder an den Rechner müsst oder ans Handy. Wie ist denn eure Erfahrung, Luzi? Wie läuft es bei euch? Also ich komme eigentlich ganz gut damit klar. Bei uns ist halt auch immer so, der Lehrer schreibt dann quasi eine, ja, wir begrüßen uns jetzt und dann muss halt jeder einfach eine schreiben, dass man da ist und dann, damit halt der Lehrer weiß, dass er wirklich alle anwesend sind. Und dann gibt es halt die Aufgaben. Für die kriegen wir dann immer, also in Französisch zum Beispiel ist so, Frau schreibt dann Aufgabe ein und dann kriegen wir so und so viel Zeit. Und dann müssen wir die bearbeiten und dann kommt die Lösung. Und dann ist es halt immer wieder so und dann kriegen wir unsere Hausaufgaben und dann am nächsten Tag müssen halt bestimmte Personen, die dann der Lehrer auswählt, die Hausaufgabe einschicken. Und ja, also ich komme eigentlich ganz gut damit klar. Und vor allem im Gegensatz zu den anderen Schulen, wo das ja, also wo ich es mitgekriegt habe, dass es mit den Plattformen nicht so hinhaut, finde ich eigentlich, dass es schon gut ist, vor allem auch, weil es recht übersichtlich ist. Das freut mich. Sophia, wie geht's bei dir? Ich finde, das ist ein Warum? Erzähl. Weil ich komme in 2 Fächern komme ich nicht mit, weil das ist irgendwie so schnell und da wird es auch nicht so gescheit erklärt wie im normalen Unterricht. Mhm. Und checkt da irgendwie so fast gar nichts. Mhm. Ja, das ist ganz schwer. Du musst sagen, Sophia, was halt für uns Lehrer auch ganz schwierig ist, wir haben ja da auch diese Interaktion, wo wir im normalen Unterricht haben. Die findet jetzt so gut wie, also nicht so gut statt wie im Unterricht, muss man sagen, weil man kann sich schon austauschen, man kann fragen und wir sind als Lehrer irgendwie noch nicht vorbereitet gewesen auf die Situation, dass wir auf einmal alle daheim haben und dann irgendwie so einen Unterricht über so eine Plattform organisieren sollen. Ich glaube, dass man da auch die Lehrer noch eine Lernphase zugestehen muss in dem Zusammenhang. Ja. Wie schaut es bei all den anderen Fächern aus? Weil du sagst, in 2 Fächern ist es ganz schwierig. Ja, in die anderen geht es so, weil da zum Beispiel in Deutsch, da kriegen wir mir immer so die Aufgaben zugeschickt und dann müssen wir mir halt das so nach, also das ist dann halt so fällig, zum Beispiel am 27. März ist es dann fällig und du hast dann halt so bis zum Freitag zum Beispiel dann Zeit, das zu machen und dann kannst du es halt machen, wenn du es magst. Mhm. Einschicken und das da komme ich noch mit, ja, aber bei den anderen 2 noch. Hm. Ja, okay. Schade, dass man, aber das glaube ich war zu erwarten, dass man es nicht überall schaffen. Das ist schwierig. Melina, was für Sachen kriegt ihr da eigentlich für die Lehrer oder wie kommunizieren denn die Lehrer oder mit euch? Ja, also und bei uns jetzt ist es eigentlich bei jedem Lehrer unterschiedlich, weil Mathe zum Beispiel muss man wie immer so anrufen und so. Und der zeigt uns dann so seinen Bildschirm und wo er da einschreibt und alles und erklärt es uns dabei. Und in Deutsch halt, ja, da schickt er am Montag oder am Dienstag alles für die Woche und erklärt uns eigentlich so fast gar nichts, sondern wir sollen einfach die Aufgaben machen. Mhm. Und in Englisch, da gibt uns am
jeden Tag, wenn wir Englisch haben oder in der Früh, Aufgaben über den Tag, die wir ihr um 13 Uhr halt schicken müssen. Mhm. Und um 13 Uhr dann eine Hausaufgabe. Also bei uns ist das bei jedem anders. Mhm. Weißt du, gesagt hast, in Deutsch, da arbeitest du noch in so einer Art Wochenplan. Haben da dann viele Sachen drin, die wohl blöd zum Kapieren sind, oder ist das eigentlich eher hauptsächlich zum Lernen dann? Ja, was heißt kapieren? Also das glaube ich jetzt von jedem unterschiedlich. Ja. Nein, weil du gesagt hast, da weil nicht so viel dazu erklärt wird. Zu die Unterlagen. Ja, da ist halt meistens, schickt halt dann so Buchseiten ein und da ist dann die Aufgabe und dann müssen wir bei uns im Bierchen einmal lesen und ja, das passt jetzt. Vielleicht ist Deutsch auch nicht unbedingt dein Lieblingsfach, ne? Ja. Aber das ist nicht schlimm. Vielleicht, Tina, wenn du jetzt die Aufgaben anschaust, die jetzt in eineinhalb Wochen gekriegt habt, wie unterscheiden sie denn die von dem eigentlichen normalen Unterricht? Was ist denn der größte Unterschied für die? Also halt in der Schule haben sie halt nicht so viel, weil da tut man ja unter dem Unterricht einmal ein wenig ratschen und so und erklären. Und da kriegt man halt einfach alles herknallt und das muss man halt dann machen. Und das ist, ja. Die Fülle ist quasi. Ja. Ja. Wir haben ja bei den Lehrern und auch bei den Schülern und bei den Eltern eine Umfrage gemacht am Wochenende, wie es ausschaut mit den vielen Aufgaben. Ist zu viel, ist zu wenig und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr mitgemacht habt, aber es haben über 600 Schülerinnen und Schüler mitgemacht und da ist das schon rausgekommen. Und deswegen haben wir dann auch gesagt im Kollegium, wir müssen ein wenig schauen, dass wir halt die Last ein wenig reduzieren. Merkt man da schon was in der zweiten Woche jetzt? Lucia, merkst du schon was? Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt keine Ahnung, wie los mir, aber relativ viel Zeit, also ich mache das jetzt nicht, aber gleich. Alles außer halt Lehrer sagen dann, man muss das und das schicken, aber so, ich mache halt einfach über mein Zeug, aber also für mich war es jetzt davor auch nicht so brutal viel, dass ich mir denke, ach, ich komme nur mal zusammen den ganzen Tag mit Schulzeug. Also ich finde jetzt, wenn man es halt jede Stunde macht, dann kommt man auch gut nach. Und ich meine, so dass man jetzt auch in der Schule sitzen. Also können wir eigentlich froh sein, dass man so. Also das heißt jetzt nicht nur, wenn wir daheim sind, müssen wir jetzt weniger machen. Ja, also, es muss halt alles mit Maß sein, oder Luzi? Ja, genau, aber ich finde eigentlich eh, dass also es geht jetzt schon. Ja. So, Sophia ist, glaube ich, gerade umgefallen. Bist du noch da? Sie ist noch da, gut. Wie schaut es denn mit der Technik aus, Sophia? Habt ihr technische Probleme, glaubt ihr es? Bei mir ist jetzt irgendwie so mit einem Kurznotizbuch. Da ist jetzt so, manchmal spinnt das bei mir, aber sonst geht eigentlich alles hin. Wie schaut es bei den anderen aus, Tina? Technik klappt? Ja. Melina? Bei mir ist das gleich mit dem Kursnotizbuch, da geht es in Mathe und in Deutsch nicht. Überhaupt nicht. Ja, ich habe schon festgestellt, dass erstens einmal mit dem Kursnotizbuch haben die noch nicht alle gearbeitet. Und wenn man dann das jetzt gleich machen sollte, dann ist es am Anfang einmal ein wenig schwierig und vielleicht hakt es auch da mit der Technik ein wenig, weil ich habe gehört, Microsoft selber hat jetzt in dem Zusammenhang auch einen extremen Aktivitätsanstieg und ich glaube, wir müssen auch schauen, dass sie damit klarkommen, dass da so viel passiert in dieser Plattform. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass ihr von den Lehrern von der Schule da jetzt in der Phase da vernünftig unterstützt werdet? Vielleicht Tina am Anfang? Also manchmal, also zum Beispiel heute war eine Lehrerin, die hat halt so einen Wiederanruf gestartet, die hat halt gesagt, sie ist jetzt für Fragen da, dann hat eine Mitschülerin eine Frage gefragt und die war halt nicht da. Oh, hat vielleicht, ja. Ich weiß nicht. Aber so gefragt, im Großen und Ganzen? Ja, das ist eigentlich ganz gut, also manchmal, da kann man es erklären und dann dazu Videos anschauen, aber man kapiert es trotzdem nicht. Aber ja, es geht eigentlich. Ja, ich verstehe dich. Das ist oft einmal schwierig, weil du hast ja dann als Lehrer, wenn wir die Materialien produzieren, wir produzieren es halt so ein Erklärvideo zum Beispiel für die ganze Klasse. Ich versuche schon immer wieder dann eine Rückmeldung einzuholen, ob man es versteht. Aber das ist im Unterricht irgendwie anders. Da kriegt man dann auch ein bisschen Draht zu den Kindern und man sagt auch ganz oft, ah ja, der hat jetzt da Schwierigkeiten oder wenn viele Schwierigkeiten in einem bestimmten Problem haben, das sagt man so in der auf die Weite nicht so gut, muss man schon sagen. Melina, hast du das Gefühl, dass das gut unterstützt wird, dass das so, wie sage ich denn, dass man zumindest einigermaßen die Situation überbrücken kann, so wie es jetzt gerade ist?
Ja, also manche Lehrer schreiben ja, wenn sie es oder ob sie mitgekriegt haben, dass öfters mit Hausaufgabe oder so nicht gut gemacht worden ist oder nicht eingeschickt worden ist, dann fragen manche Lehrer privat noch oder halt zum Beispiel in Englisch hat Frau eingeschrieben, dass sie schaut, wer die Aufgaben macht und so. Und wenn es nicht gemacht werden oder so oder nicht gut, dann wird er jemand privat ausschreiben oder so. Mhm. Aber sonst es geht eigentlich. Ja, es ist, glaube ich. Ja, Lucia, oder? Das ist irgendwie komisch, wenn man da unterwegs ist, man darf sie nicht sehen, man soll trotzdem irgendwie Unterricht oder Schule machen. Nimmst du deine Erfahrung noch mehr mit jetzt oder hilft es, dass die Situation jetzt gut überbrückt wird mit der Organisation, so wie wir es mir machen, Andrea Auschi? Ja, also ich habe jetzt dann auch in Physik zum Beispiel, weil da haben wir mir gleich alle Hefteinträge gekriegt und ich habe dann gleich alles an einem Tag abgeschrieben, weil dann habe ich das gleich und uns wird es ja dann noch sowieso erklärt. Und wenn wir wirklich Fragen haben, dann können wir ja die Lehrer auch schreiben. Ich habe auch schon mit mehreren Lehrern geschrieben und so. Also ich finde es jetzt eigentlich schon gut, so wie es ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wieder da Zeit kriegen, aber dann keiner von den Lehrern, wo sagt, wie das funktioniert oder das. Also dass wir es quasi nur hinmal kriegen und dass wir dann alles von selber machen sollen. Ja, das ist gut, wenn man ein bisschen was Positives aus der Situation zeigen, weil ich glaube, es ist für uns alle, also sowohl für Enk als auch für die Lehrer, alle anstrengend. Sophia. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, du möchtest lieber, dass die Schule komplett ausfällt. Nein, aber ja. ein bisschen Struktur in der verrückten Zeit macht doch auch Sinn, oder? Ja. Ja. Das ist halt blöd, vor allem für, sage ich mal, die 9, also für Mai-Jahrgangsstufen oder für die 10. vor allem, weil wir brauchen wir halt den Stoff, weil wir die nächste Abschlussprüfung schreiben. Und wenn wir jetzt gar nichts machen, Daten und in Mathe oder in Deutsch oder Englisch oder Französisch, dann dauert uns halt einfach die Zeit abgehen und wir brauchen wir das halt. Und dann danach, also ich denke jetzt mir auch, dass nach den 5 Wochen, beziehungsweise 3 Wochen, jetzt dann auch nicht gerade schön wird oder leichter wird, weil ich meine, Lehrer müssen ja Noten genauso machen und fertig kriegen. Und ja, das steht noch alles in die Sterne, Lucia. Wie das genau weitergeht, das war es. Wie überhaupt weitergeht. Ja, oder auch wie wir das dann mit den Noten machen. Da müssen wir jetzt erst. Es gibt ja keinen Plan für so eine Situation, weil es hat ja keiner damit gerechnet, dass das so kommt. Ja. Deswegen werden wir alle wahrscheinlich schauen, das Schuljahr wird mit Sicherheit zu Ende gehen, aber es wird wahrscheinlich anders zu Ende gehen, wie jedes andere Schuljahr, das wir bis jetzt gesehen haben. Und ich glaube schon, dass alle versuchen werden, sowohl Lehrer als auch die Administration, also das Kultusministerium, dass ihr da keinen entscheidenden Nachteil dadurch habt. Weil ihr kennt ja nichts dafür für diese Situation. Deswegen ist ja das in unser aller Sinne, dass man da schaut, dass man da vernünftig aus der Krise, wenn man es sagen darf, kommen. Ja. Ich möchte Danke sagen, dass ihr euch Zeit genommen habt, in der Zeit, die ja ein bisschen stressig ist, dass ihr für Fragen und Antworten zur Verfügung gestanden seid. Ich möchte euch noch alle wünschen, dass gut durch die schwierige Zeit kommt und dass wir uns auf jeden Fall bald wieder in echt singen, im Klassenzimmer, im Physiksaal, im Chemiesaal, einfach, dass die Leute wieder zusammenkommen, weil es ist einfach total strange, die ganze Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ängstigend. Ja. So, berühmte letzte Worte noch, bevor ich... Mag noch jemand was sagen? Nein. Dann sag ich noch was, bleibt gesund. Ja, sie ja. Und alle anderen auch.